Basiskurs Optionsstrategie. 63 Videos rund um den Optionshandel. Für 5 Euro exklusiv und nur online verfügbar. Komm in mein Team und werde ein erfolgreicher Optionsstratege. Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier auf dem Optionsstrategien TV-Kanal. Mein Name ist Jens Rabe und heute gehen wir wieder mal in etwas Praktisches rein, nämlich welchen Kontotyp sollten wir denn eigentlich nehmen? Ihr wisst, es gibt ja verschiedene Konten, die man bei Brokern machen kann und wir unterhalten uns heute mal drüber, nämlich gehen mal der Frage nach, was bringt mir eigentlich Portfolio Margin? Wenn ihr ein Konto bei einem Broker aufmacht, wo ihr handeln wollt, ne, das ist jetzt auch völlig unabhängig, welcher Broker das ist, weil letztendlich ist das, über was wir heute reden, bei jedem Broker gleich, habt ihr immer die Auswahl, von verschiedenen Kontotypen. So, und da gibt es zum einen das Cash-Konto. Cash-Konten heißt also, alles, was ihr da macht, müsst ihr sofort mit dem Geld, was da liegt, bezahlen. Und man kann auch Cash-Konten nutzen für den Handel von Optionen, allerdings eben nur eingeschränkt. Soll heißen, ihr könnt in Cash-Konten nur Optionen kaufen, das heißt Long Call, Long Put. Ne? Also weil logisch, für was braucht ihr da Margin? Ihr bezahlt eine Option, die kostet Summe X. Und wenn es halt weg ist, ist es weg. Habt ihr Cash bezahlt, überhaupt kein Problem. Und ihr könnt aber zum Beispiel in einem Cash-Konto auch Covered Calls machen. Bedeutet allerdings, ihr müsst auch dann wirklich die Aktie und die Option gleichzeitig haben. Also ihr könnt jetzt nicht sagen, okay, die Aktie ist mal weg und dann behalte ich die Option, das geht nicht, sondern ihr müsst das wirklich dann immer als Kombination sozusagen machen. Je nach Broker kann man manchmal auch Iron Condors auf Euro mit European Style Options machen, aber letztendlich Cash-Konten sind für den Optionshandel sehr eingeschränkt. So, und da bietet sich es natürlich an, ein Margin-Konto zu machen. Und für die meisten von uns wird wahrscheinlich dann ein sogenanntes Reg-T-Margin-Konto zum Tragen kommen. Der ein oder andere hat ja aber auch größere Konten, wird sagen, ja, da gibt es da auch noch diese Portfolio-Margin. Ne? Bringt mir denn das überhaupt? Was kann ich denn das nutzen? Und ich will euch mal an einfachen Dingen erklären, was der Unterschied zwischen diesen beiden Kontenarten ist. Also, Margin, ihr wisst, Sicherheitsleistung. Und wenn ihr Portfolio-Margin machen wollt, das wird schon mal die Hürde für die meisten sein, braucht ihr eine Mindestkontogröße von 110.000 US-Dollar beziehungsweise ein Äquivalent halt in Euro. Ne? In Euro sind es eben dann jetzt vielleicht, was weiß ich, 102.000 Euro oder irgend sowas. Ne? Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr sowieso keine Portfolio-Margin machen. Das heißt, an der Stelle werde ich vielleicht ein paar Zuschauer jetzt hier verlieren. Bleibt auch mal dran, weil vielleicht habt ihr ja demnächst mehr als 100.000. Deswegen guckt es euch doch noch zu Ende an. Wenn ihr so ein größeres Konto habt, könnt ihr allerdings wählen, könnt sagen, nehme ich jetzt Reg-T-Margin oder nehme ich Portfolio-Margin? Ja, was heißt denn das jetzt eigentlich? Also, ganz einfach erklärt bedeutet es Folgendes. Nämlich, es steckt so ein bisschen in den Wörtern drin. Wenn ihr ein sogenanntes Reg-T-Margin-Konto habt, dann wird die Margin für jede einzelne Position berechnet und dann aufaddiert. Ne? Also stellt euch vor, ihr habt 3 verschiedene Positionen im Konto. Und dann wird anhand einer Worst-Case-Szenario-Berechnung ausgegangen, was kann denn passieren? Was kann denn über Nacht passieren? Und dann wird eben gesagt, okay, Position 1 hat 1.000 Dollar und Position hat eben 3.000 Dollar und Position hat eben 2.000 Dollar. 1, 3, 2, so. Also insgesamt haben wir jetzt 6.000 Dollar Margin. Das war's. Ne? Und wenn halt eine vierte dazukommt, dann kommt eben wieder Margin oben drauf. Klar, weil sich das eben hier, weil die wieder einzeln berechnet wird und es wird zusammenaddiert. Das heißt, es wird nur geschaut, was hast du für einzelne Positionen, nicht wie sind die miteinander korreliert. Und genau hier kommt jetzt Portfolio Margin zum Tragen. Denn bei Portfolio Margin werden quasi alle Positionen zusammengeworfen, so wie sie sich auch in dem Depot, in dem Portfolio darstellen. Und es wird ein Worst-Case-Szenario berechnet. Was passiert denn im schlimmsten Falle innerhalb von einem auf den anderen Tag mit diesen Konten oder mit dem Konto als Gesamtes? Und darauf wird dann eine Margin berechnet. Und in der Regel ist die dann etwas, ich sage es mal pauschal, in der Regel ist die etwas geringer als bei Reg-T-Margin. Wir schauen uns gleich auch noch ein Beispiel an. Warum? Weil natürlich nicht alle Positionen miteinander korreliert sind. Manchmal ist es vielleicht sogar so, stellt euch vor, ihr habt eine Position auf Aktien und ihr habt eine Position auf Bonds und die werden sich ja im Zweifelsfall nicht gleich bewegen, sondern gegensätzlich. Ne? Die einen gehen hoch, die anderen gehen runter. Das heißt, was das eine gewinnt, könnte das andere verlieren. Dadurch sinkt die Margin dann ab. So,
Und wir können uns das Ganze hier mal anhand eines Kontoauszuges anschauen. Also, das hier ist ein Kontoauszug, das ist von uns ein Konto der Firma. Und da seht ihr hier das Konto, ich habe es euch mal gekennzeichnet, hat ungefähr eine Kontogröße von 170.000 Euro aktuell und hat eine Marge von etwa 87.000 Euro, also ungefähr 50%. Das Besondere an diesem Konto ist, es enthält sowohl Future-Optionen als auch Aktienoptionen. Warum? Wenn ihr das Ganze nämlich machen würdet und würdet das nur mit einem Konto machen, was nur Future-Optionen beinhaltet, dann spielt eigentlich Portfolio-Margin keine Rolle. Warum? Weil ja Future-Optionen sowieso nach diesem Span-Margin-Prinzip berechnet werden. Das heißt, es ist eh schon eine risikobasierte Berechnung nach dem, was noch so im Depot ist. Und deswegen ist die dann eh schon geringer. Ne? So, also das heißt, bei Future-Optionen spielt RegT oder Portfolio-Margin an sich keine Rolle. Und ihr seht jetzt hier in diesem Kontoauszug, da habe ich euch so einen Pfeil hingemacht und da seht ihr, da ist ein kleiner Button drin und da steht PM, Portfolio Margin. Wenn ihr diesen Button habt, dann bedeutet das, euer Konto hat kein Portfolio Margin. Ne? Wenn ihr jetzt ein Konto habt über 100.000 und bei euch taucht dieser Button nicht auf, dann habt ihr schon Portfolio Margin. Ne? Denn mit Hilfe dieses Buttons könnt ihr das Ganze testen. Und zwar, ihr müsst einfach nur mal draufklicken. Dann kommt so ein Hinweis, also es müssen mindestens zwei Positionen drin sein, das bestätigt er einfach. Und dann geht hier, und das seht ihr jetzt im zweiten Bild, geht hier so ein kleines Fensterchen auf. Und in diesem zweiten Fensterchen seht ihr jetzt, was wäre denn, wenn ihr Portfolio Margin hättet. Das ist also so eine Kann-Regel, ne? Oder so eine What-If-Regel, also was wäre, wenn. Und da seht ihr hier das gleiche Konto immer noch, also anstatt 85.000, 86.000 Euro Margin, geht die jetzt runter und zwar, muss nochmal schnell gucken, 56.000 Euro Margin. Also das heißt, um über 30.000 Euro geht die Margin runter und wenn wir das mal ins Verhältnis setzen zur Kontogröße, ungefähr 170.000, dann seht ihr also, dass die Margin hier statt 50% nur noch 35% ist. Und daran erkennt ihr den Vorteil von Portfolio Margin, dass Portfolio Margin eben viel, viel weniger Margin in Anspruch nimmt und dadurch könnt ihr einfach viel mehr handeln. Ihr habt einen viel größeren Spielraum und könnt viel mehr machen. Aber Obacht, und das ist nämlich jetzt der kritische Punkt, weil viele denken nämlich jetzt, Mensch, super, das ist, wenn alles weniger ist, dann gehe ich doch sofort mal auf Portfolio Margin, weil dann kann ich ja viel mehr machen. Ne? Und das stimmt auch. Also das ist keine falsche Aussage. Ihr müsst bloß Folgendes beachten. Und ich will mal hier an einem Punkt erinnern. Und zwar, wir haben vor längerer Zeit mal ein Video gemacht über Karen Supertrader. Ne? Mal gucken, wenn ich es noch finde, mache ich euch hier noch die Verlinkung mal mit rein. Und ihr wisst, Karen Supertrader, ne, das ist mal eine Geschichte, die auch da ging. Und warum ist die pleite gegangen? Ja, nicht nur zwingend, weil die Positionen gegen sie liefen, sondern die hat Margin Calls bekommen, weil sie eben auf Portfolio Margin unterwegs war, vollkommen an der Grenze war. Und dann, und das müsst ihr euch jetzt immer überlegen, Portfolio Margin sagt ja, was passiert denn im Worst Case mit dem gesamten Portfolio. So, und wenn ihr eben jetzt mal wirklich eine schlechte Situation habt, wo die Volatilität ansteigt, ne, zurzeit ist es ja alles relativ ruhig, also da passiert da nichts. Aber wenn natürlich jetzt das Ganze mal ansteigt, dann steigt natürlich auch die Margin extrem an. Und wenn ihr eben jetzt sagt, okay, ihr seht, habt jetzt hier gesehen, statt 50 nur 35%, ne, das kann sich natürlich auch wieder ändern. Das heißt also, diese 30.000 Euro Margin, die wir jetzt weniger haben, die können auch innerhalb von ein, zwei Tagen wieder da sein. Ja? Das heißt also, es müsste nur die Vola hochgehen, die Märkte müssten sich nicht so entwickeln, wie es unsere Positionen gerade gern hätten und schon steigt die Margin wieder an. Und jetzt kann Folgendes passieren. Überlegt euch mal, ihr fahrt ein Konto und hättet Portfolio Margin und habt vielleicht eine Margin-Auslastung von 50, 60, 70%, passiert das manchmal? Ganz ehrlich, natürlich passiert es manchmal. Ne? Und jetzt passiert genau sowas wie im August 2015. Die Märkte gehen innerhalb weniger Tage dramatisch nach unten, die Vola schießt nach oben. Was passiert mit eurer Margin? Die knallt natürlich durch die Decke und plötzlich habt ihr eben nicht mehr 65 oder 70% Margin-Auslastung, sondern plötzlich habt ihr 105%. Ne? Und dann klingeling, Margin Call, Geld weg. Und das ist genau das große Problem bei Portfolio Margin, dass sie eben verleitet dazu, in ruhigen Zeiten zu viel zu machen
Und derjenige, der sich nicht damit auskennt, der sich der Risiken nicht bewusst ist, den haut das Ding natürlich dann um die Ohren, wenn die Volatilität hochgeht. Auf der anderen Seite, wann ist es richtig gut, Portfolio Margin zu haben? Portfolio Margin ist natürlich super, dass man sagt, man macht das, wenn die Märkte wirklich, wenn die Volatilität extrem hoch geht. Ne? Also wenn es einen Crash gegeben hat, wenn es mal richtig einbricht oder so. Und dann habt ihr nämlich plötzlich, wenn ihr die ganze Zeit mit einer soliden Margin-Auslastung fahrt und dann in so einer Crash-Phase würdet ihr zum Beispiel umstellen auf Portfolio-Margin, könnt ihr in der Kontoverwaltung beantragen, dauert 1-2 Tage, dann habt ihr die, dann wäre die ja plötzlich sehr, sehr gering und dann habt ihr Spielraum in so einer Situation viel zu machen. Aber in so einer normalen Situation Portfolio-Margin auszureizen, das ist sehr, sehr riskant. Ne? Sondern hier ist quasi ein super Turbo dabei, wenn er notwendig ist. Und wenn ihr jetzt sagt, okay, ich will es nicht erst umstellen, wenn es soweit ist, sondern ich will gleich auf Portfolio-Margin fahren, damit ich diese Chance habe, dann macht das. Aber bedenkt bitte eins, fahrt dann viel, viel striktere Margin-Richtlinien. Das heißt, fahrt dann vielleicht wirklich nur 35% oder 40% maximal, weil ihr habt es ja gesehen, eigentlich seid ihr dann schon bei 50-60%. Ne? Fahrt also nicht mit Portfolio-Margin 50-60%, weil sonst seid ihr im Zweifelsfalle sehr, sehr nah am Margin-Call, ohne euch des Risikos bewusst zu sein. So, ich hoffe, euch hat das ein bisschen geholfen, dass ihr euch für alle, die ein größeres Konto habt, damit ihr ein bisschen entscheiden könnt, nehme ich das eine oder nehme ich das andere. Und für euch, die ihr noch nicht so ein großes Konto habt, ne? Das ist ein gutes Ziel, dahin zu kommen, weil ihr seht, dann wird man noch flexibler, kann noch mehr machen. Aber keine Angst, jeder kann das schaffen, jeder kann auf so ein Konto kommen. Man muss sich eben bloß ein bisschen in Geduld üben und eben seine Trades ganz normal durchziehen. Aber dann kommt man da schon hin. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg an der Börse. Achtet auf euer Geld, das Einzige, was ihr habt. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute, Servus, macht's gut, bye bye.